Die größte Nation unter den Bewohnern Fillons ist Bognor City Union (BCU). Ihr oberstes Ziel ist es, den Planeten unter ihrer Regierung zu vereinen. Diese Mission wird hartnäckig und kompromisslos verfolgt, die Koexistenz mit anderen Nationen und Rassen ablehnt. Aus der Widerstandsbewegung entwickelt sich Arlington Nation Influence (ANI). Sie wurde von den Valtos unterstützt, gründete ihre eigene Regierung und steht nun offen im kriegerischen Konflikt mit BCU. Ihre ausgezeichneten Piloten verfügen jedoch nicht über ausreichende Ressourcen und ist nicht in der Lage, an Informationen über die Rohstoffvorkommen Fillons zu gelangen. Doch auch die Städte der BCU und andere östliche Gebiete hatten mit Rohstoffengpässen zu kämpfen. Daher entschieden sie sich, das Atomprojekt zu reaktivieren. Dieses war während der Konflikte in Vergangenheit geraten. Zurück blieben lediglich die lückenhaften Kenntnisse mitwirkender Forscher. Wissenschaftler, die am Atomprojekt arbeiteten, gaben sich vor Angst vor negativen Konsequenzen oft nicht zu erkennen. Als die Ressourcen aufgebraucht waren, wurde das Projekt zwar offiziell aufgegeben, die Untersuchungen jedoch heimlich weitergeführt. Jede Stadt mit verfügbaren Arbeitern und Gelehrten stellte Freiwillige zur Verfügung. Als ein leitender Techniker des Projektes die Seiten wechselte und den Rebellen Baupläne der Technologien übergab, mussten die Verantwortlichen handeln. Da das Gelingen des Gesamtvorhabens für wichtiger erachtet wurde als die Kongruenz um Ressourcen, wurde eine geheime Abmachung über die Kooperation mit Rebellentruppen geschlossen. So war Atomprojekt der Auslöser des Krieges zwischen ANI und BCU. Hallo, willkommen bei Air Rivals. Ich bin Operator Gina und ich bin hier, um dir mit deinen ersten Schritten auf dem Weg zu einem erfolgreichen Piloten zu helfen. Wenn du Fragen oder Probleme hast, kannst du mich jederzeit rufen. Jetzt lass uns einen Gear für deinen Charakter auswählen. Drücke auf Neu unten rechts, um deinen Gear auszuwählen. Ja, hallöchen. Jetzt zu einem Let's Show von Air Rivals. Ach, ich hasse diese Aufnahme. Mein Mikrofon ist nämlich so ein beschissenes Teil, was ich am liebsten einfach zerbrechen würde, aber dann hätte ich ja noch kein neues, sagen wir mal so. Ja, ja, die Geschichte von Air Rivals habt ihr schon gehört. Denn die letzte Aufnahme ist so für den Arsch gewesen, dass ich sie am besten gleich lösche, aber ich sie schon mal raushauen wollte. Ich habe sie aufgenommen, nachdem ich das ganze Wochenende durchgemacht hatte. Und ja, dann das jetzt hier sind wir 5 Stunden später, weil ich geschlafen habe. Ich hatte eine Antwort-E-Mail von Gameforge bekommen und interessiert euch jetzt weniger. Darauf wollte ich eigentlich gleich das Video machen, was ich dann voll verhunzt habe. Deswegen mache ich jetzt gleich noch eins. Und ja, dann drücken wir mal auf Neu. Dann öffne ich erst nochmal schnell ein Internetbrowser-Fenster. Weil ich etwas für euch vorlesen möchte. Zu dem Lesen. Also ich bin nicht gut im Lesen. Ist mir auch ziemlich egal. Ich lese es einfach vor. Stammel vor mich hin. Ihr könnt mich ruhig auslachen, mich haten. Mir auch egal. So, also drücken wir. So, hier mal auf Neu. Jetzt habe ich vergessen, lauter zu machen. Ist stark im Luft-zu-Luft- und Luft-zu-Boden-Angriff. Außerdem ist er ein Bomber, der eine große Reichweite hat. Ja, also, Ton wieder leiser. Wie ihr schon gehört habt, Brandy Burke ist ein Bomber mit einer hohen Angriffsreichweite. So, jetzt erzähle ich euch mal zum Hintergrund und Entwicklung des B-Gears. Als der Konflikt zwischen den Ureinwohnern des Planeten Fillon und dem Atomprojekt eskalierte, konnten die Teilnehmer des Projektes den ständigen Attacken der Eingeborenen nicht mehr standhalten. Der Lobbyismus und der Ausbau militärischer Schutzvorrichtungen nahm enorm zu, was die Medien verstärkt auf den Planeten rief. Die Situation verunsicherte die Leute des Atomprojekts. Daher begann die Next Generation GmbH, eine abgeordnete militärische Schutzvorrichtungsfirma, Kampfwaffen herzustellen, um sich gegen Ureinwohner des Planeten Fillon zu schützen.
Nach einigen offiziellen Tests wurde die Flugeinheit Begir erstellt. Ja, das war jetzt die Hintergrundentwicklung von Begir. Dann zur Basisbewaffnung. Bei der Grundausrüstung des neuesten Begirs handelt es sich um Flugwaffen. Für die Basiswaffen hat die Next Generation GmbH eine automatische Zielerfassung für Maschinengewehre entwickelt. Jedoch ist dieser Tuning-Prozess seit der ersten Version nicht mehr angewandt worden. Dies führte zu einem Rücktritt der fortlaufenden Entwicklung. Zusätzlich ist der Gear mit Hochleistungswaffen, Raketen und zielerfassenden Raketen bestückt. Ja, also die zielerfassenden Raketen benutzt jetzt nicht so. Dann erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was über die Fähigkeiten. Also hier in dem Spiel gibt es so Skills, wie ihr auch aus anderen Rollenspielen kennt, so wie Heilzauber, Angriffszauber, Schwerthieb und sowas. Gibt es hier natürlich auch. Hier sind die in zwei Kategorien. Drei, ich weiß gar nicht wie viel. Ich würde jetzt mal sagen. Egal, auf ein paar Kategorien aufgeteilt. Also hier fangen wir mal an. Das sind die Skills, die man eigentlich mit am ersten bekommt. Das sind die Buff-Skills, sind wie Feuerschuss und Raketenschuss. Also Buffs sind Fähigkeiten, die macht man an, halten dann eine bestimmte Zeit und verstärken jetzt zum Beispiel in dem Spiel die Angriffe von der Sekundär- und von der Primärwaffe, also Raketen und das Geschütz. Also hier in dem Fall sind das da hier das Geschütz hier außen und das da hier sind die Raketen. Später hat man dann Bavus oder Hawkies. Ich habe den nie so wirklich gespielt und die sind dann wie Bomben. Also die schießt man dann mit einem anderen Skill. Der ist dann der Bodenbomber, ist der wichtigste Skill, mit der wichtigste Skill für den Gear. Und da haut man die dann zu einem richtig großen Haufen voll auf den Boden und macht auch noch gleichzeitig viel mehr Schaden. Dann hat er ja noch andere Dingens, Buffs wie mehr Verteidigung, mehr Ausweichen, Konzentration, heißt, dass die Wahrscheinlichkeit hochgeht. Dann hat es noch ein Skill Mehrfachziel. Also wenn man jetzt, da gibt es Raketen, gerade keine Ahnung wie die heißen. Die gibt es aber nur auf dem Low Level. Da kommen ganz viele raus und wenn man auch Mehrfachziel macht, trifft man ganz viele Ziele. Ist gut zum Items farmen, wie Rohstoffe von Chrom oder so. Das ist für euch jetzt auch noch ziemlich unwichtig, weil das kommt dann auch später erst noch dazu. Zum Rüstungen aufwerten und alles. Dann mit dem zu den wichtigsten Fähigkeiten von allen Gears, bis auf den AG, glaube ich, haben das alle, sind nämlich Rück, Schub und Wenden. Also bei Rückschub zieht einen erstmal so ein Stück zurück und fliegt dann weiter. Und bei Wenden dreht man sich einmal sofort auf der Stelle rum. Dann gibt es noch die Luftbombardierung als Skill für den Begir. Also das ist gleich wie Bodenbomber. Haut dann die Raketen dazu auf den Boden, sondern nach vorne in die Luft. Das sind dann mehr Bomben. Also ist genauso viel, nächsten weniger als beim Bodenbomber. Sind auch ein bisschen schwächer und den Skill kriegt man später. Aber es ist trotzdem ziemlich wichtig, weil der sonst Luft ziemlich schlecht trifft. Wobei es auch mit dem Bodenbomber geht, aber schwerer. Dann zu den... Ja, dann hier Radar-Täuschkörper-Abwurf. Nennt man auch Chefs. Das sind so leuchtende Kugeln hinten dran. Am Anfang hat man eine, später dann fünf, glaube ich. Oder sogar sechs, wenn mich nichts irrt. Und die zählen wie extra HP-Punkte. Dann hat er einfach mehr Leben. Dann als Spezialskill... vom Begir. Also braucht man eine Spezial-Skill-Karte, eine SSK. Droppt man relativ selten. Früher waren die richtig viel wert. Und damit kann man sich die Fähigkeit unsichtbar kaufen. Und das heißt dann kommt so Engelflügel, decken einen zu und dann ist man unsichtbar. Man kann getroffen werden von Bodenbomber und Luftbomber. Aber von anderen, die nur über Zielerfassung gehen, kann man nicht mehr getroffen werden. Solange bis ein MG eine Fähigkeit einsetzt, die Scan heißt. Scannt ein bestimmtes Gebiet ab und wenn der da drin ist, wird er halt aufgetarnt. Oder wenn einer die suchenden Augen, Items, die man später findet, haben etwa die gleiche Fähigkeit wie Scan.
nur kosten halt Geld, weil es halt ein Item ist. Und ja, das war's jetzt zu dem B-Gear. Ja, mehr dazu sagen kann ich jetzt glaube ich auch nicht. Ja doch, zum hier noch Elite-Skill. Heißt großer Knall, nennt man auch Big Boom. Das zerwert nämlich die komplette HP, die er hat. Also das Leben wird dann immer in HP und Schild aufgeteilt. Und die komplette HP, die er hat, wird den anderen als Schaden zugefügt. Also da gibt es extra Panzerungen, die dann mehr Leben machen. Eine Rüstung auf so viel Panzerung, wie es geht, draufhauen. Und dann auch eine Rüstung mit viel Panzerung. Und dann macht man Boom. Und dann gibt es, habe ich auch ein Video gesehen, hat er 125 Kills gemacht. Das ist noch nicht der Weltrekord, aber es ist schon erstaunlich. 125 Kills mit einem Boom. Ja. Das war der B-Gear. Jetzt gucke ich mal gerade, falsche Richtung geklickt. Dann muss ich hier natürlich auch ein bisschen rumklicken. Kommen wir zum Der M-Gear, auch bekannt als Meadow Burgle, ist ein Gear, der sich frei vorwärts oder rückwärts bewegen kann. Dieser Gear wird für Kampf- und Unterstützungszwecke während der Einsätze verwendet. Er ist spezialisiert auf Unterstützung und Reparaturen. Ja, Ton wieder leiser. Also, spezialisiert auf Unterstützung und Reparaturen. Ja, er ist halt hauptsächlich fürs Healen und Buffen zuständig. Und frei vorwärts und rückwärts bewegen ist. Er hat nämlich solche Motoren, diese Nullmotoren. Damit kann er in der Luft stehen bleiben. Es ähnelt auch so Helikopter und so. Soll es auch, glaube ich, spielen, so Helikopter. Ja, hier. Bomber, Helikopter, Panzer und Jäger. Meiner Meinung nach. Und ja. Ja, dann lese ich jetzt auch mal wieder. Erstmal Hintergründe und Entwicklung von dem M-Gear. Nach der Entwicklung des B-Gears wollte die Militärführung einen neuen Gear entwerfen, der gute Beweglichkeit und eine robuste Verteidigung besitzt. Mit Hochdruck wurde an einer strategischen Unterstützungseinheit für den B-Gear gearbeitet. Das Ergebnis dieser Entwicklung war der I-Gear. What? Doch bald zeigte sich, dass der I-Gear Schwächen im Kampf mit geringer Flughöhe und engen Schluchten hat, was in der Entwicklung des M-Gears resultierte. Mit dem M-Gear hat die Militärführung ein Fluggerät entwickelt, das sich hervorragend für den Kampf in schwierigen Geländen eignet und den I-Gear perfekt ergänzt. Jetzt haben wir schon viel über den I-Gear gesagt. Der I-Gear ist dann der kommt dann später. Und ja, dann zur Basisbewaffnung. Anfangs war der M-Gear mit schweren Waffen ausgestattet, was sich aber bald als ineffektiv erwies. Daher wurde eine automatische Zielerfassung integriert, die das gesamte Waffensystem veränderte. Derzeit benutzen M-Gear und I-Gear dieselben Waffen. Trotz der Verbesserung der Flugeigenschaften des I-Gears durch Umbauten am Fluggerät musste umgedacht werden. Der M-Gear wurde nicht als Angriffseinheit entworfen. Er dient in erster Linie als Unterstützungseinheit für den B-Gear und I-Gear. Wie gesagt, Unterstützung. Und ja, dann kommen wir mal zu den Skills von M-Gear. Hat ja wieder die gleichen Buffs wie Feuerschuss, Raketenschuss, mehr Verteidigung, mehr Angriff. Dazu kommt dann noch, dass er die Skills verbesserte Verteidigung, verbessertes Ausweichen, verbesserter Angriff und ich glaube auch noch verbessertes Ausweichen. Ich finde es gerade nicht. Ja, egal. Das sind halt die Skills, die er dann nicht nur für sich selbst anwendet, sondern alle, die in seiner Formation drin sind. Zu den Formationen. Formationen sind wie Gruppen mit anderen Spielen. Kann man erstellen und dann können da bis zu 6 Flugeinheiten rein. Und ja, und den 6, also 5 und sich selbst, gibt er dann diese Buffs. Dann hat er ein Skill, der heißt Treibstoff auffüllen. Dann macht's Puff, Treibstoff ist voll. Was das ja schon sagt. Dann wieder Konzentration, erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit.
dann die Zielheilung und Zielreparatur. Da hat er dann so ein Fältchen, dann klickt er